Katharina, schön, dass du mich besuchst auf Burg Rosenstein. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein, liebes Burgfräulein. Hallo Kinder, ihr seid ja auch da. Herzlich willkommen zu Sunny Highway Kinderstunde. Heute geht's weiter mit der Martin-Luther-Serie. Zwar ist anders wie sonst, aber ihr könnt gespannt sein. Und wenn ihr nicht mehr ganz wisst, worum es ging, dann könnt ihr euch die anderen Folgen nochmal angucken. Das erinnert mich an eine Situation neulich im Unterricht. Echt? Erzähl mal. Wir hatten gestern in der letzten Stunde Navi und wir haben gerade das Thema Urknall. So, ihr solltet ja die Seiten 215 bis 220 durchlesen und ja die Aufgaben dazu beantworten. Tom, kannst du bitte anfangen mit der Aufgabe 1? Ja, Frage 1. Wie alt ist das Universum? Das Universum ist 14 Milliarden Jahre alt. Sehr gut, Tom. Valerie, hast du vielleicht die Aufgabe 2? Nee, sorry, das habe ich nicht gefunden. Okay, gut, kein Problem. Wer kann die Frage 2 beantworten? Ja, gut, Lukas? Was bedeutet der singulare Zustand? Der singulare Zustand ist der Ursprungspunkt, an welchem alle im Universum vorhandene Energie gebündelt gewesen sein muss. Genau, sehr gut. Danke, Lukas. Wie kam man denn eigentlich auf die Idee von einem Ursprungspunkt? Ja, Dominik? Soweit ich das verstanden habe, haben Physiker durch Beobachtungen mit dem Hubble-Teleskop festgestellt, dass sich das Universum ausdehnt. Verfolgt man diese Ausdehnung zurück, landet man irgendwann an einem Ursprungspunkt, welcher alle Energie des Universums bündelt. Genau, richtig, sehr gut. Hast du die Frage nun besser verstanden, Valerie? Oder gibt es da noch irgendwie Unklarheiten oder? Nee, keine Ahnung. Irgendwie habe ich es noch nicht so ganz verstanden. Also, keine Ahnung, ich bin da so unsicher, kann ich checken. Wir sind dann alle Fragen durchgegangen, was jetzt nicht so schlimm war oder so. Aber dann sollten wir als Aufgabe den Urknall malen. So, seid ihr alle fertig? Komm, wir machen weiter. Jungs, bitte einmal zuhören. So, jeder stellt jetzt sein Bild vor. Ihr könnt es dann hochhalten und der Klasse so erzählen, was ihr da drauf gemalt habt. Fang du doch an, Tobi. Okay. Ich habe einen Zeitstrahl gemalt. Das ist, also hier ist noch nichts. Dann kommt der Urknall und dann entsteht hier das Leben. So langsam. Also ich stelle mir den Urknall wie eine Explosion vor. Sehr gut, danke schön. Dann ist jetzt Amelie dran.
weiß ich auch nicht. Ruhe, Klasse. Amelie, was stellt dein Bild denn da? Also, ich habe eine Bombe gemalt, eine Streichholzschachtel und ein Fragezeichen, weil ich verstehe das irgendwie nicht so ganz. Eine Bombe explodiert doch nicht von alleine. Irgendwer oder irgendwas muss die doch angezündet haben. Das ist ja komisch. Aber Amelie, es steht doch schwarz auf weiß in unserem Navi-Buch. Tom, bitte lies doch mal vor auf Seite 219 den Satz. Ja. Die meisten Astronomen gehen davon aus, dass das Universum vor ungefähr 14 Milliarden Jahren bei einem großen Knall, dem Urknall, entstanden ist. Zu jener Zeit befand sich das gesamte Universum in einer Blase, die tausendmal kleiner als ein Stecknadelkopf war. Es war heißer und dichter, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Plötzlich explodierte diese Blase und das uns bekannte Universum war geboren. Raum, Zeit und Materie, all das begann mit dem Urknall. In nur einem Bruchteil einer Sekunde hatte sich das Universum von noch nicht einmal einer der Größe eines einzelnen Atoms zu einem Raum ausgedehnt, der größer war als eine Galaxie, Milchstraße. Und es wuchs in einem unglaublichen Tempo weiter. Noch heute dehnt sich das Universum weiter aus. Dann gab es aber schon vorher ein Universum. Wie ist das dann entstanden? Worauf möchtest du denn hinaus, Amelie? Ich will damit sagen, dass ich nicht glaube, dass die Welt durch den Urknall entstanden ist. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wenn ich mich umschaue, die Tiere, die Pflanzen und die Menschen anschaue, kann ich nur staunen. Jede Schneeflocke ist einzigartig. Allein unser Auge ist so genial, dass keine Kamera an die Qualität und Vielfalt rankommt. Ich glaube, dass hier die Hand eines Schöpfers im Spiel ist. Wie schon die Bibel sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber Amelie, ich muss dich doch sehr bitten. Lass deine Religion aus der Wissenschaft raus. Du bist ja keine Wissenschaftlerin, dass du all die komplexen Zusammenhänge verstehen könntest, oder? Nein, Frau Winter. Also, warum verurteilst du dann die wissenschaftlichen Erkenntnisse, wenn du selber keine Ahnung hast? Machst du dich etwa lustig? Nein, das war gar nicht meine Absicht. Nun gut, machen wir jetzt weiter. Anna, zeigst du uns bitte dein Bild? Ja. Also hier, das ist ein Urknall und der explodiert halt gerade. Sehr gut, danke schön. Valerie? Okay, danke, Valerie. Schrott mit Schrott. Der Schöpfung. Ernsthaft? Das ist doch schon voll veraltet. Oh, Herr Amelie, was ist hier los? So. Okay. Oh. Amelie, was? Was denn? Das hat mich richtig berührt, was du gesagt hast. Das hat mich richtig nachdenklich gemacht. Ich glaube zwar nicht an Gott, aber ich fand es richtig mutig von dir. Danke. Tschüss. Das kann ich verstehen. Wenn Thema Urknall und Luther, nur der Unterschied, bei dir haben sie vielleicht gelacht, aber beim Luther, dem ging es richtig an den Kragen, wo er eine andere Meinung hatte. Der musste um sein Leben Angst haben. Du bist.
Shalom, liebe Kinder, herzlich willkommen zur Bibelentdeckerrunde. Ich hoffe, ihr hattet alle ein ganz schönes und gesegnetes Weihnachtsfest und seid gut ins neue Jahr gekommen. Ja, ins neue Jahr. In meiner Heimat, in Israel, haben wir noch kein neues Jahr. Das heißt, wir hatten es schon. Unser Jahr begann am 6. September und die Zählweise ist auch anders. Während in der christlichen Welt die Jahre in Vor- und nach Christi Geburt eingeteilt werden, beginnt der jüdische Kalender mit der Erschaffung der Welt. Nach der christlichen Zeitrechnung wäre das 3761 vor Christus. Im jüdischen Kalender befinden wir uns aber jetzt im Jahr 5782. Und ihr habt das Jahr 2022 nach Christus. Und mit Jesus beginnt und begann wirklich eine neue Zeit in vielerlei Hinsicht. Aber es beginnt vor allen Dingen die Endzeit. Wir warten nämlich auf die Wiederkunft unseres Herrn und Meisters Jesus Christus. Der Jesus hat seine Jünger damit ermutigt. Das könnt ihr in Johannes 14 nachlesen. Johannes 14, Vers 1. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Ermutigte Jesus seine Jünger, glaubt an Gott und glaubt an mich, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Eine Wohnung im Himmel, das wäre doch eine ganz tolle Aufgabe für das neue Jahr. Malt einmal eine Wohnung im Himmel. Wie wird es wohl in dieser himmlischen Wohnung auch zugehen? Wird man da wohl streiten? Ich glaube nicht. Im Himmel gibt es keine Sünde mehr. Ihr kennt vielleicht diesen Chorus. Der Himmel ist ein herrlicher Ort, keine Sünde ist dort. Glaube an Jesus nach Gottes Wort. Der Himmel ist ein herrlicher Ort. Oh, kommt doch mit! Ja, malt uns ein schönes Bild und schickt es an die bekannte E-Mail-Adresse kids@sunny-highway.de und wie immer brauchen wir das bis Dienstag 18 Uhr. Thank you.
die Heimweh war jetzt hier. Der Heiland, der liebt uns alle, groß und klein. Lasst uns alle fröhlich sein. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war wieder hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war jetzt hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war jetzt hier.